Keiner redet wirklich mit dir. Es kommt nicht zu einem gegenseitigen Austausch von Argumenten. Oder es wird auch nicht eine These behauptet, die man mit einer Gegenthese beurteilen könnte. Niemand stimmt mal dem anderen Gesprächspartner zu. Keiner hört dem anderen Gesprächspartner zu und reflektiert auf dessen Gesagtem. Absurde persönliche Angriffe werden gestartet, die der andere Gesprächspartner widerlegen soll. Die Gesprächspartner reden aneinander vorbei und man hat das Gefühl, dass niemand den anderen überhaupt verstehen will. Das ist kein Gespräch auf wechselseitigem Verständnis und Achtung der Person. Einige Gesprächspartner sind entweder nicht fähig oder wollen aus rhetorischen Gründen den anderen Gesprächspartner nicht zuhören, nicht verstehen, ihn nicht achten oder respektieren, weder das Gespräch für den Geist nahrhaft machen. Man fühlt sich wie unter unwissende, unfähige Mitmenschen, die dich veräppeln wollen. Ein Gespräch mit den Personen hinterlässt eine Qual, eine Leere in dir und eine Frustration, die wohl der andere Gesprächspartner bei dir hinterlassen will. Das Gespräch führt zu nichts und ein Ergebnis kommt nicht zustande und es führt nicht zu einer Lösung, was man versprochen hat, besprochen hat. Der Gesprächspartner wird zerstört. Alles wird zerredet, es gibt keine Logik in den Gesagten, aber sie reden nicht über ihre Gefühle oder über das, was sie denken. Man glaubt, sie reden über gar nichts Wesentliches zum Thema. Sie könnten doch mal auf deine Gefühle oder auf das, was du denkst, eingehen. Dann gibt es noch die Mitmenschen, die jahrzehntelang mit dir nicht wirklich geredet haben und du jetzt auch an sie kein Wort mehr richtest. Aber diese Mitmenschen verdrehen die Tatsachen und behaupten, du hast es so gewollt. Doch Ursache und Wirkung ist den meisten Menschen nicht bewusst. Es gibt geschickte Rhetoriker, sie ziehen dir dein Wissen aus deinem Gehirn und behaupten dann, es wäre ihr Wissen, ihre Erkenntnisse. Aber manche Menschen lernen nur auswendig und wiederholen bei passender Gelegenheit das auswendig Gelernte, dessen Sinn und Bedeutung sie aber nicht kennen. Das merkt man, wenn man nachfragt. Dein Umfeld prägt deinen Wortschatz und dein Wissen. Sei vorsichtig, mit wem du dich abgibst. Manche Menschen füllen dich mit Unsinn und schlechten Wortschatz.